Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Olfert & Co. Mein Name ist Tobias und wenn ihr das Video heute seht, dann ist es soweit. Es ist der 3.10.2022 und Certina hat endlich die Certina DS Plus Kollektion vorgestellt. Ihr seht hier vor mir ganz viele verschiedene Elemente. Das heißt, es ist wirklich ein neues Konzept aus dem Hause Certina. Das heißt, wir haben ein modulares System, wir können endlich eine Uhr, wie man es von Autokonfiguratoren kennt, nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellen. Certina macht es einem da erstmal ein bisschen leicht. Das heißt, wir haben drei verschiedene Varianten, die wir vorkonfiguriert haben, mit verschiedenen Korpussen und verschiedenen Zifferblättern und natürlich dazu verschiedene Armbändern. Das wollen wir uns jetzt alles mal zusammen anschauen. Man sieht jetzt erstmal ganz viel vor uns oder vor mir, aber im Detail wollen wir da jetzt einfach mal drauf eingehen und uns die Details anschauen. Ich bin schon gespannt, was ihr zu diesem neuen Konzept von Certina sagt. Lasst uns bitte gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren wissen. Liked das Video und natürlich auch den Kanal. Das hilft uns immer sehr schön weiter. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal diese tolle DS Plus im Detail zusammen an. Viel Spaß! Vor uns sehen wir jetzt also einmal die neue Certina DS Plus Box. Das heißt, diese Box bekommt ihr, wenn ihr eines der vorgefertigten oder vorkonfigurierten Modulsysteme von der Certina DS Plus erwerbt. Und hier wirklich schön gemacht, auch schön repräsentativ mit dem Certina Schildkrötenpanzer auf der Seite. Auch vorne hier noch einmal mit so einem Gummiband das Ganze festgehalten. Aber wichtig ist natürlich, was sich darin verbirgt. Und in diesem Fall schauen wir uns jetzt im Detail das Kit Aqua und Sport an. Und wenn wir das Ganze hier öffnen, dann sind die Module und das Herzstück tatsächlich oben schön präsentiert. Und was richtig cool ist, man hat hier noch weiteren Platz, wenn man verschiedene Korpusse sich noch dazu kauft. Das ist ein tolles System und hier kann man die Uhr tatsächlich auch noch mal repräsentieren. Man hat hier praktisch so ein Travel Case mit dabei, schön mit Certina Brand. Und da kann man dann eine Uhr, die man beispielsweise einfach jeden Tag trägt oder eine Variante, kann man hier schön draufstellen und hat sie immer griffbereit. Ansonsten sehen wir jetzt hier schon zwei verschiedene Korpuselemente. Es gibt insgesamt drei verschiedene vorgefertigte Kit. Wir haben hier wie gesagt das Aqua und Sport Kit. Dann gibt es noch das Sport und Urban und das Urban and Heritage. Diese drei Varianten gibt es. Jetzt habt ihr natürlich gesehen, hier unten gibt es auch noch mal ein Fach und da können wir mal eben das Ganze hervorziehen. Hier hat man nämlich Platz für die Bänder. Das sind nämlich auch die vorgefertigten, die jetzt hier bei diesem Kit dabei sind. Das heißt, wir haben hier einmal das Nylonband und ein passendes Stahlband auch schön platziert. Also nicht wundern, das sind hier jetzt alles Vorführexemplare. Nicht wundern, wenn da jetzt irgendwelche Gebrauchsspuren oder ähnliches dran sind. Das sind wie gesagt Vorführer. Aber so kann man die Uhr natürlich zu jedem Zeitpunkt individuell gestalten und es ist wunderbar aufbewahrt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die verschiedenen Elemente an. Wie gesagt, haben wir hier bei diesen Kits immer zwei Gehäuse und ein Innenleben. Und jetzt schauen wir uns mal, wie das Ganze dann funktioniert. So, und vor uns sehen wir jetzt also einmal das vorgefertigte Kit, hier das Aquine Sport. Und hier sehen wir haben zwei verschiedene Korpusse, einmal klassisch in Edelstahl mit geschraubter Lünette und hier unten links dann auch noch mal eins mit richtiger Diver-Lünette. Die ist auch drehbar, also total cool. Und das Gesamtkonzept hier bei der DS Plus ist natürlich, dass man seine Uhr je nach Bedürfnis recht schnell einfach anpassen kann. Und wie schnell das geht, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich nehme mir hier jetzt einfach mal die Variante im Diver-Look, nehme mir mein eigentliches Uhreninnenleben. Dazu schraube ich dann einfach die Krone des Korpus auf, nehme mein Gehäuse, gucke, dass es entsprechend hier natürlich passend und bündig ist und dann kann ich es wunderbar reinklicken. Man merkt dann auch, es ist fest. Jetzt haben wir hier nochmal eine zusätzliche Krone verbaut, hier in dem Fall auf der 8 Uhr Position. Damit wird das Ganze retiert und dann zusätzlich verschrauben wir noch die Krone der Uhr und schon haben wir hier tatsächlich die Diver-Uhr. Jetzt kann ich hier wahlweise
mal eben schnell das Stahlband dran montieren, auch schön gemacht mit den Federstegen, mit dem Schnellwechselsystem. Und schon habe ich in dieser kurzen Zeit eine vollständige Uhr hier gebastelt. Und das ist hier eine Uhr, wirklich, die lässt keinen Zweifel. Wir haben hier eine tolle Schweizer Qualität. Ihr fragt euch sicherlich, was ist das hier für ein Uhrwerk? Wir haben hier natürlich das Powermatic 80 verbaut. Und zwar in der Ausführung 80.611 mit Niva-Kronspirale, heißt ein Powermatic 80 Werk, 80 Stunden Gangreserve, Niva-Kronspirale, die total resistent ist gegen Temperatur und Magnetfelder. Und natürlich darüber hinaus das Saphirglas auf der Vorderseite, somit auch für Kratzer unempfindlich. Und als wäre das nicht genug, haben wir hier eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern, also 20 Bar. Und das ist wirklich exorbitant dafür, dass man hier ein Modulsystem hat. Und sowas habe ich persönlich noch nicht gesehen. Jetzt können wir das Ganze hier mal eben wieder losschrauben. Und die Uhr bzw. das Modul mit etwas Druck lösen und aus dem Gehäusekorpus nehmen. Und schon haben wir hier das Gehäuse zur linken und das Innenleben hier in meiner rechten Hand. Und was wirklich super ist, wir schauen es jetzt einfach mal hier im Detail an. Also die Verarbeitung, die ist auf einem super hohen Niveau, so wie man das von Setina gewohnt ist. Wir haben hier den grünen Dichtungsring, dass das Ganze auch wunderbar an das Gehäuse angepasst ist. Und hier auf der Rückseite auch nochmal ein Glasboden. Also hier ist wirklich alles verbaut worden, was man sich so vorstellen kann. Da fehlt es an nichts. Und das war Setina tatsächlich auch ganz wichtig, dass man hier bei so einem Modulsystem keinerlei Abstriche machen muss. Und das haben sie wirklich toll hinbekommen. Jetzt schauen wir uns die Uhr einfach nochmal hier in einem anderen Look an. Einfach andrücken und schon ist sie jetzt in dem anderen Korpus. Jetzt könnte ich ganz flexibel hier auch noch einmal das Nylonband, das Tightband dran montieren und hätte wieder einen anderen Look. Dafür haben wir ja dann auch nochmal die Federstege in diesem Fall. Also da bleibt wirklich kein Wunsch offen. Datumsfenster auf 6 Uhr, Powermatic 80 Kaliber, wie gesagt. Und wenn wir das hier mal im Detail anschauen, wirklich toll gelöst. Worum es hier jetzt gerade geht, ist tatsächlich das sogenannte Aqua und Sport Kit. Das liegt bei 1055 Euro und die gesamten Kits starten bei 1020. Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also der Preis ist doch wohl absolut irre, wenn man bedenkt, dass man hier 4 verschiedene Varianten zaubern kann und je nachdem, was man für ein Bedürfnis hat, das natürlich daran anpasst. Das Schöne ist auch, das System ist komplett erweiterbar. Sprich, wir können nachträglich hier alle möglichen Komponenten dazu kaufen, das heißt verschiedene Gehäuse. Und genau das ist auch das richtige Stichwort, denn da schauen wir uns mal an, was es da noch alles gibt. So, hier haben wir jetzt tatsächlich die anderen Varianten der Setina DS Plus Kollektion, sprich die vorgefertigten Modulvarianten. Hier auf der linken haben wir das Kit Urban Heritage und auf der rechten Seite das Kit Sport and Urban. Und wirklich eine tolle Variante. Fangen wir einfach mal bei dem linken Variantenmodul an. Das Urban Heritage, das startet hier tatsächlich am unteren Ende dieser Kollektion bei 1020. Und das teuerste wäre dann die Sport- und Aqua-Variante, die wir euch eben schon gezeigt haben, für 1055. Also preislich wirklich irre, was da an Varianten rauskommt und was man für sein Geld bekommt. Man muss immer bedenken, man kriegt letztendlich irgendwie quasi 4 Uhren für das Geld von einer und das in der Qualität, die Setina hier wirklich ganz weit oben angesiedelt hat. Schauen wir uns hier einmal das Modul an. Wie gesagt, das Modul der Urban and Heritage. Wir haben hier ein blaues Zifferblatt mit echt schick goldumrandeten Indizes und Zeigern, weißen Sekundenzeiger und einen schönen Schliff drauf. Dann nochmal die 60er Rasterung in der Reo und wie bei den anderen. Also wir haben immer die verschraubte Krone, wir haben immer 200 Meter, also 20 Atmosphären Wasserdichtigkeit und diese tolle Verarbeitung. Echt klasse, was Setina hier auf die Beine gestellt hat. Und jetzt zeige ich euch einfach mal nochmal bei der Variante, wie schnell man halt die Optik so einer Uhr dann anpassen kann. Ne? Also wir lösen hier die Retierungsschraube, setzen das Modul einfach ein und schon haben wir hier eine tolle Waffeloptik, schön in einem Rechteck.
Da können wir dann variabel gestalten, hier das Nylonband dran montieren oder das Stahlband, je nachdem, wozu einem gerade ist und was für einen Look man benötigt. Und wenn man sagt, ich habe keine Lust jetzt auf diese Optik, dann löse ich das Ganze, wähle hier in dem Fall die Variante mit der Gelb-Gold-Lünette, drücke das mal eben schnell fest und schon habe ich eine ganz andere Uhr in einem ganz anderen Design, kann hier das Stahlband montieren, habe einen coolen Look, kann aber auch sagen, ich möchte hier das Nylonband, habe einen viel sportiveren Look, also optisch und in der Ausführung, ich habe noch nicht was Vergleichbares gesehen, was so variabel zu gestalten ist. Man kennt es ja schon, man kann mal eben das Band wechseln, sich ein anderes dazu erwerben. Aber dass man so eine Vielfalt hat, das ist wirklich neu und sowas kann auch nur Certina. Auf der rechten Seite haben wir dann die Variante Sport and Urban mit dem silberfarbenen Ziffernblatt und ebenfalls goldumrandeten Indizes. Powermatic 80 Schriftzug und natürlich Saphirglas. Und hier ist genau das gleiche Spiel. Ich kann die Uhr hier mit einer Goldlünette tragen. Hab einen coolen Look da dran. Mach mir dann einfach nach Bedarf hier das Lederband dran. Wie gesagt, alles hier mit Quickfit und Schnellfederstegen ausgestattet. Und schon habe ich hier echt einen super coolen Look. Aber wenn ich sage, ich möchte die Uhr gar nicht am Lederband tragen, kein Problem. Dann können wir auch mal eben schnell das Stahlband montieren und haben einen ganz anderen Look. Also wir sind wirklich total abgeholt davon. Und wenn man jetzt sagt, ich möchte weiter variieren, dann ganz klassisch hier slim, wichtig immer die Krone lösen, festdrücken und schon ist es arretiert. Und je nachdem, worauf man Lust hat, kann man das hier variieren. Selbstverständlich kann man im Nachhinein auch die verschiedenen Varianten und Korpus so frei gestalten. Das hier ist jetzt einfach nur einmal die vorgefertigte Variation. Die drei Elemente und drei Varianten, die wir euch jetzt gezeigt haben. Und die verschiedenen Uhrenkorpusse kann man auch selbstständig nachkaufen. Die liegen je nachdem, was für eine Variante man nimmt, zwischen 120 und 165 Euro. Also hier beispielsweise dieses Gehäuse, das ganz klassische, liegt bei 120 Euro und das teuerste wäre dann tatsächlich die Diver-Ausführung mit der Drehlünette, die liegt dann bei 165 Euro. Also preislich total fair, wie ich finde, dafür, dass man alles entsprechend flexibel gestalten kann. Selbstverständlich kann man die Bänder auch nachträglich alle frei dazu kaufen und da liegen die Stahlbänder bei 130 Euro. Die Nylonbänder je nach Variante zwischen 47 und 65 Euro, wenn man das Ocean Tide nimmt. Und die Lederbänder auch zu einem fairen Preis von 58 Euro. Also da kann man dann tatsächlich einfach mal immer so seine Kollektion erweitern, sich die Optik freigestalten und natürlich auch im Nachhinein so ein bisschen spielen. Wie gesagt, das sind jetzt hier zwei verschiedene Kollektionen, aber letztendlich bleibt es einem ja selbst offen, ob man dann zu einem späteren Zeitpunkt sagt, ich möchte hier mit meinem blauen Zifferblatt, was mir total gut gefällt, auf diese Variante hier gehen, dann ist das kein Problem. Und schon hat man wieder einen anderen Look zu der Uhr. Und ich kann auch genauso dahin gehen und mir nachträglich noch das Lederband dazu kaufen und habe wieder einen ganz anderen Look von der Uhr. Und genau das System ist, was Certina oder der DS Plus so besonders macht. Bin wirklich gespannt, was ihr dazu sagt, wie euch das Ganze gefällt. Bei uns hat es wirklich abgeholt und ich freue mich da wirklich drüber, dass ein Schweizer Uhrenhersteller mal nochmal diesen Schritt hier geht. Aber jetzt fragt ihr euch sicherlich schon alle, ob wir auch Luminova verbaut haben. Und natürlich haben wir hier bei den Uhren auch Luminova verbaut. Auf den Indizes, genauso wie auf den Zeigern. Also wunderbar, auch bei Dunkelheit und Nacht ablesbar. Das ist toll. Und ich finde es einfach cool, dass man die Uhr zum Tauchen benutzen kann, zum Schwimmen, aber genauso in einer anderen Konstellation dann ganz bequem zum Anzug oder zu einem besonderen Anlass. Da ist man echt freigestellt. Man muss nicht gleich 10 verschiedene Uhren mit in Urlaub nehmen, sondern kann die Certina DS Plus mitnehmen und dazu noch einen anderen Korpus oder vielleicht auch ein anderes Inlay. Man wird nämlich auch die eigentlichen Module hier erwerben können. Also ist man da wirklich völlig freigestellt und kann dann nachher
1000 verschiedene Uhren gefühlt darstellen. In dem Zuge zeige ich euch einfach nochmal die Abmessung. Natürlich macht es jetzt gerade keinen Sinn, den Korpus hier zu messen, aber ich denke, den einen oder anderen wird es interessieren. Und da liegen wir bei 37 mm und hier jetzt beispielsweise das Gehäuse, das ganz klassische, liegt bei 40, also das ist das kleinste. Und hier in dem Waffeldesign ist dann die Variante mit knapp 44 mm im Durchmesser. Also je nachdem, welche Variante man wählt, kann man da auch die Größe einstellen und flexibel gestalten. Vielleicht auch interessant dann der Hornabstand bei den Modellen. Und da liegen wir bei 49,8 mm bei dieser Variante und bei der kompaktesten bei lediglich 46,6 mm. Auch tolle Abmessungen, muss man sagen, die für jeden eigentlich geeignet sind. Und auch der Uhrenkern liegt auch bei lediglich 11,3 mm. Wenn man bedenkt, was da alles verbaut ist. Eine tolle Dichtung hier, verschraubter Gehäuseboden, habe ich noch gar nicht erwähnt, mit dem Sichtfenster, dem Powermatic 80 und Nivacron-Spirale. Und das alles hier in so einem Set für um die 1000 Euro. Das ist wirklich Wahnsinn. So, jetzt schauen wir uns auch einfach mal an, was so ein Korpus auf die Waage bringt. Dazu nehme ich hier mal exemplarisch die blaue Variante und der liegt hier, also der Kern, bei 53,66 Gramm. Wenn ich jetzt hier das Stahlband exemplarisch noch dabei lege, wir können es ja wirklich modulseitig machen, liegen wir bei 129 und dann wählen wir noch hier den Goldkorpus. Habe ich auch noch nie gemacht, eine Uhr so abgelichtet, aber das ist cool. Und dann liegen wir im Gesamten bei 146,85 Gramm, also ein Fliegengewicht. Und jetzt sieht man mal, was das für einen Unterschied macht, wenn ich sage, ich möchte gar kein Stahlband nehmen, sondern das Nylonband. Da sind wir nur bei 86 Gramm, also das ist echt ein Riesensprung. Zusätzlich wird es zu Beginn auch noch verschiedene Zusatzbänder aus der DS Plus Kollektion geben. Das ist hier das khakifarbene Nylon, das hellbraune Lederband und hier ebenfalls nochmal das Textilband, auch mit Schnellfedersteg. Und da kann man natürlich auch nochmal mit spielen. So, und jetzt habe ich die Certina DS Plus einmal am Handgelenk. Ihr seht jetzt hier die Variante mit der Goldlünette. Sprich, wir haben hier die Urban and Heritage Kollektion. Trägt sich sehr angenehm. Ich finde es auch cool, was die hier an Look mitbringt. Und wenn ich jetzt sage, ich finde die in dieser Variante gar nicht so schön oder jetzt ist mir nach was anderem, dann kann ich die mal eben schnell wechseln und dann sieht die ganz schnell so aus. Und schon habe ich die gleiche Uhr, das gleiche Kit hier in einem ganz anderen Look, zu einem ganz anderen Anlass. Also mega geil, wie variabel man mit der DS Plus Kollektion ist. Und genau das Ganze gilt natürlich für alle anderen Varianten auch. Wir haben die gewohnte Certina-Qualität und haben hier beispielsweise eine ganz klassische Dreizeiger mit braunem Lederband und dem klassischen weißen Zifferblatt. Aber wenn einem das zu langweilig ist, dann ist das auch kein Problem. Dann kann man ganz schnell wechseln und hat hier einen ganz anderen Look. In Bicolor mit Milanese-Band ist es immer noch die gleiche Uhr. Hier sehen wir die andere Variante, die man hier wählen kann. Und genauso kann ich natürlich das Lederband hier dran auch montieren und habe wieder einen anderen Look, den ich darstellen kann. Also einfach nur super vielfältig und total gut gelungen. Was auch noch zu erwähnen ist, ist natürlich, dass Certina einen eigenen Konfigurator implementieren wird. Sprich, man kann sich die Uhren selber online mit den Komponenten zusammenstellen. Allerdings muss man dazu sagen, der Einfachheit halber ist es natürlich schön, dass man hier so vorgefertigte Sets hat, die entsprechend alles abbilden und für die meisten wahrscheinlich schon von vornherein interessant sind. Und zusätzlich kann ich dann selbst freigestalten, ob ich noch andere Varianten an Bändern, an Korpussen oder natürlich auch an Zifferblättern, heißt ein anderes Modul noch dazu erwerbe und meine Kollektion komplett erweitere.
Also da sind einem wirklich keine Grenzen gestellt und ich bin mir sicher, dass Certina das nach und nach auch noch ergänzen wird. Wobei man hier natürlich jetzt schon eine Vielfalt hat, die ist atemberaubend. Vom klassischen Taucher über hier einen Vintage-Look, Bicolor. Also wir haben wirklich für jeden Geschmack was dabei und das in gewohnter Certina-Qualität und in einem Preisbereich von 1020 bis 1055 für die gezeigten Sets. Und da muss man ganz klar sagen, dass ich die DS Plus hier absolut nicht verstecken brauche. Man bekommt schließlich 4 Uhren für das Geld von einer. So, und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende von unserem Video zu der neuen Certina DS Plus. Wir hoffen natürlich, die Uhr oder die Uhren, das System, wie auch immer man das Ganze bezeichnen möchte, es ist so vielfältig, haben euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, ihr wisst es, lasst es gerne wie immer unten in den Kommentaren da. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.